Also, ich bin die Virginie. Ich bin die Wahlkreisleiterin von Christoph. Was so viel bedeutet wie, ich habe den ganzen Wahlkreis im Blick. Das ist Jena, das Weimarer Land und Sömmerdam. Und bin, denke ich, auch so ziemlich die Schnittstelle zwischen Berlin und dem Wahlkreis und Daueransprechpartnerin des Chefs und so für organisatorisches, administratives zuständig. Also ich pflege den Kalender des Chefs, ich schreibe E-Mails, ich koordiniere Termine, ich bin Ansprechpartner, glaube ich, so ziemlich für alle, die irgendwie anrufen und Anliegen haben. Ja, versuche die Mitarbeiter in Apolda-Sömmerda und im Weimarer Land mit im Blick zu halten und zu gucken, dass da auch Aktivitäten stattfinden und Christoph oft genug da sein wird, um deutlich zu machen, dass die SPD halt auch fernab von Wahlkämpfen ansprechbar ist und dass die Menschen mit ihren Anliegen zu Christoph kommen können und ja, ihnen geholfen wird, im besten Fall. Ja, eigentlich wohne ich ja in Weimar und arbeite hier in Jena für Christoph, bin dort stellvertretende Kreisvorsitzende und für die SPD im Weimarer Stadtrat und mache da Bildungs- und Sportpolitik und bin im Jugendhilfeausschuss. Freizeit, ja. Naja, die habe ich jetzt nicht so viel, ist aber auch gar nicht schlimm, weil die SPD irgendwie mein Hobby geworden ist. Aber ich habe mir jetzt eines vorgenommen, dass so fernab der Politik ich mal wieder was für Gesang machen muss und werde demnächst mal anfangen, wieder Gesangsunterricht zu nehmen. Und ansonsten versuche ich halt, mich mit Freunden zu treffen, die auch fernab der Partei sind. Gibt nicht mehr so viele, aber ja, und einfach da mal schöne Abende, Nachmittage und Aktionen mit denen zu machen, weil auch das, glaube ich, notwendig ist, so fernab der Politik. Mein Lieblingszitat ist, oder nein, Lieblingszitat nicht, das ist eher so ein Lebensmotto für mich, alles ist für irgendwas gut. So egal, ob gut oder schlecht, das ist so mein Lebensmotto.